Ganz liebe Grüße aus Lübeck und heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, heute Herrn Gerald Hüther zu Gast zu haben. Herr Hüther ist Hirnforscher und Vorstand eines besonderen Vereins, wie hieß es nochmal, Akademie für? Akademie für Potenzialentfaltung Ah, heißt. genau, Akademie für Potenzialentfaltung und hat etliche Sachbücher geschrieben und ist in seinem Fachgebiet also eine sehr, ja, also eine anerkannte Koryphäe, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Herzlich willkommen, Herr Hüther, bei Ring im Wunderbar, ich Kreis. grüße Sie, ja. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Gerne. jetzt und zwar wirklich spannende Dinge aus Ihrem Leben oder aus Ihrem Wissensschatz zu erzählen. Und Sie sind ja bekannt geworden als jemand, der also ganz neue Informationen oder ein ganz neues Wissen in Bezug auf, wie Menschen lernen oder wie Kinder lernen, in die Welt gebracht hat. Und können Sie uns da mal so ein paar grundsätzliche Dinge teilen, was Sie in Ihrer wirklich wahrscheinlich jahrzehntelangen Forschung herausgefunden haben, in Bezug auf Lernen und in Bezug Ja, auf Bildung? vielleicht muss ich da als Hintergrund noch ein bisschen einen Bogen machen. Ich bin ja ein richtiger, ordentlicher Hirnforscher und habe also mein halbes Hirnforscherleben damit verbracht, Gehirne in Scheiben zu schneiden und irgendwelche Dinge zu messen, Nervenzellen zu isolieren, herauszufinden, was im Hirn von psychisch erkrankten Personen los ist und was dann passiert, wenn man da mit irgendwelchen therapeutischen Interventionen rangeht. Und irgendwann in diesem Hirnforscherleben, habe ich dann eben Entdeckungen gemacht, die mir vorher gar nicht so ganz klar waren und die, glaube ich, auch vielen, die uns jetzt hier zuhören, durchaus klar sind, aber nicht allen Kollegen aus meiner Fachdisziplin. Das Erste war, dass ich gemerkt habe, dass am Hirn auch ein Körper dranhängt. Also eigentlich richtiger, dass das Hirn ein zwangsläufiger Bestandteil des Körpers ist und dass das beides so eng miteinander verbunden ist, dass es natürlich albern ist, im Hirn irgendetwas suchen zu wollen, wenn man nicht berücksichtigt, was da gerade im Körper abläuft. Körper und Gehirn sind so untrennbar miteinander verbunden, dass es eigentlich gar nicht legitim ist, Hirnforschung zu betreiben, ohne gleichzeitig Körperforschung zu betreiben. So, das war der erste große Erkenntnisdurchbruch für mich als Hirnforscher. Und der zweite kam dann, als wir gemerkt haben, also als innerhalb der Hirnforschung in den 80er, vor allem auch in den 90er Jahren deutlich wurde, dass das menschliche Hirn zeitlebens lernfähig, plastisch, formbar ist und dass die Erfahrungen, die Menschen machen, dabei die entscheidende Rolle spielen, welche neuronalen Netzwerke da aufgebaut werden. Und die wichtigsten Erfahrungen machen wir Menschen immer in der Beziehung zu anderen Menschen. Und dann ist es natürlich klar, dass es Blödsinn ist, im Hirn rumzusuchen, was da irgendwo im frontalen Kortex oder sonst wo sich verändert hat, wenn man eine bestimmte Frage hat, warum ein Mensch so geworden ist, wie er ist. Man müsste eben dann genauso auch schauen, wie diese Verschaltungen im Hirn entstehen konnten. Und damit muss man die Frage stellen, was hat denn der überhaupt für Erfahrungen gemacht? In welchem sozialen Umfeld ist denn der groß geworden? Und dann ist man schnell in der Situation, wo man nicht nur Hirnforscher ist, sondern auch Beziehungsforscher oder einer, der sich mit solchen Fragen beschäftigt, wie das eigentlich in diesen Familien aussieht, wie das im Kindergarten aussieht, wie das in der Schule aussieht, was für Erfahrungen Kinder und Jugendliche da machen. Ja, und da ahnen Sie schon, wie es einem dann als Hirnforscher geht. Da ist man sehr schnell allein mit seinen Forschungsüberlegungen, weil es eben so ein Grundprinzip von Wissenschaft ist, dass die sich abgrenzen gegenüber anderen Disziplinen. Und dann muss man versuchen, einen eigenen Weg zu finden, wie man das umsetzen will oder sich wieder zurückbegeben in das alte, gewohnte Umfeld. Und mein Weg hieß eben, ich habe dann einfach versucht, diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung für so darzustellen, dass das auch von ganz normalen Menschen verstanden werden konnte. Das ist diese Sachbuchautorschaft, Bücher über die Angst, über die Liebe, über das Lernen und ja auch über den Körper. Embodiment ist eins, was da besonders interessant ist. Also da ist da eine ganze Menge entstanden und dann habe ich natürlich auch noch gemerkt, dass es
sehr viele Gemeinschaften gibt, also Familien oder Hausgemeinschaften oder Kommunen, also Städte oder Stadtteile und dann auch Unternehmen und letztlich auch Teams in Unternehmen, wo das eigentlich sehr ungünstig läuft. Also wo die in einer Art und Weise unterwegs sind, wo man sagen muss, da kann sich im Hirn gar nichts Gutes entfalten. Und deshalb habe ich dann, als ich endlich aus der Universität ausscheiden durfte, diese Akademie gegründet, Akademie für Potenzialentfaltung. Und wir versuchen im Menschen in Teams, also wenn so Teams kommen, Feuerwehrvereine oder Sportvereine oder Teams aus Unternehmen, Lehrerteams oder was immer das sein mag, denen versuchen wir dabei zu helfen, ihre Art des Umgangs miteinander so umzugestalten, dass das plötzlich für alle fruchtbar wird, dass die sich auch in dem Team wohlfühlen, dass die da einen Platz haben, dass sie sich wertgeschätzt, gesehen fühlen und dann plötzlich geschieht das Wunder und solche Teams werden zu regelrechten Dreamteams. Also eins haben wir begleitet, das ist eine Fahrradrennfahrtruppe, also so Amateurrennfahrer, die unbedingt mal das Race Across America machen wollten, das schwerste Radrennen der Welt. Und die sind dann so zusammengewachsen als Team, dass die förmlich gespürt haben, was der andere braucht, damit der in seine Leistungsfähigkeit kommt. Und das hat so gut geklappt, dass die am Ende dieses Rennen als Amateurteam mit 5 Stunden Vorsprung vor dem amerikanischen Profiteam gewonnen haben. Ach, wirklich? Wow. So, das ist das, was dabei rauskommen kann, wenn man das herausformt, was man dann so also Teamgeist nennt. Das wird dann ein richtiges Dreamteam. Und das haben wir im Buch dargestellt, das heißt Die Träume wahr werden, Potenzialentfaltung in Gemeinschaften. Und was ist jetzt aus Ihrer Sicht, also wir kennen das ja alle, ne? Also ich habe auch zum Beispiel 10 Jahre in einer Lebensgemeinschaft gelebt und habe da auch viele negative Erfahrungen gemacht und auch gerade in Bezug auf Kommunikation oder in Bezug auf, ich würde es mal so Machtmissbrauch nennen, oder dass Menschen halt die eigenen Interessen vor die Interessen der Gemeinschaft stellen. Das sind ja alles Dinge, die wir wahrscheinlich alle schon in irgendeiner Form erlebt haben. Und woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also dass eben einfach Menschen nicht im Sinne der Gemeinschaft denken oder handeln, sondern mehr im Sinne der eigenen Interessen? Ja, das eine der großen Erkenntnisse, die so in dieser Arbeit innerhalb der Hirnforschung herausgekommen sind, heißt ja, das Hirn strukturiert sich nicht anhand der Probleme, die man im Laufe des Lebens hat, zum Beispiel mit anderen Leuten, sondern anhand der Lösungen, die man findet. So, das heißt, wenn man solche Personen vor sich hat, die dann eben sehr gern sich auf Kosten von anderen durchsetzen und auch nicht darüber nachdenken, welchen Schaden sie damit anrichten, dann sind das Menschen, die sind offenbar durch Erfahrungen gegangen, wo sie erleben mussten, dass sie ja wie Objekte von anderen behandelt worden sind. Also nicht in ihrer Einzigartigkeit, in ihrer Subjekthaftigkeit gesehen worden sind und wertgeschätzt worden sind, sondern die zum Objekt der, und jetzt kommt es dann, und dann sieht man auch gleich, wie normal das ist, der Vorstellungen und Absichten und Ziele, der Belehrungen und der Bewertungen und der Maßnahmen und der Anordnungen anderer geworden sind. So, und das, wenn einem das passiert, hat man gewissermaßen das größte Problem, was es überhaupt im Hirn zu bewältigen gibt. Das führt dann dort oben zu einer schweren, ich nenne das gerne einer Irritation, also zu einer Inkohärenz, so heißt das dann wissenschaftlich, das passt jetzt nicht mehr. Man erwartet was anderes als das, was man da blöderweise erlebt. Und diese Inkohärenz geht dann ziemlich tief runter, das kennen Sie dann auch, das ist dann das, was man dann Angst nennt, was man da bekommt. Und dann muss man eine Lösung herholen, weil das kann man nicht lange überleben in so einem Zustand. Und die Lösung, die wir dann alle gefunden haben, weil uns das ja allen auch so gegangen ist, heißt,
ach, dann mache ich doch einfach die anderen zu meinen Objekten. Also es geht dann so früh los, dass das kleine Mädchen dann, wenn die Mama ihm sagt, was es machen soll, das bückt sich dann runter und sagt dann ganz leise zu sich selbst, blöde Mama. Ja, wunderbar. Wenn ich erstmal davon überzeugt bin, dass die Mama nicht alle Tassen im Schrank hat und blöd ist, dann tut mir das auch nicht mehr weh, wenn sie mich wie ein Objekt behandelt. Mhm. Und dann kann ich aber auch von der Mama eigentlich nichts mehr lernen und dann rennen zwei für den Rest des Lebens aneinander vorbei. Mhm. Ja, und eine Konsequenz daraus heißt, dass eben manche Kinder dann schon sehr gut lernen, andere zu Objekten ihre absichtliche Ziele zu machen. Und dass dann auch das in die Tat umgesetzt wird. Man sieht das im Kindergarten und in der Schule. Da gibt es immer irgendwelche, die besonders gut darin sind, andere vor ihren Karren zu spannen. Und ja, und dann werden die dummerweise werden die meistens auch noch sehr erfolgreich und dann Führungskräfte. Und da haben wir den Salat und dann hat man eben sehr viele Menschen, die tatsächlich um nichts anderes sich kümmern als um das eigene Fortkommen und die eigenen Interessen und denen die anderen auch vollkommen egal ist. Das ist aber nicht angeboren, das ist deren Lösung, die in einer ungünstigen Beziehungskultur zwangsläufig herausgeformt werden muss. Denn dass man erleben muss, dass man zum Objekt gemacht wird, verletzt ja beide Grundbedürfnisse, mit denen man auf die Welt gekommen ist, gleichzeitig. Also das eine nach Verbundenheit, und das ist weg, wenn mir jemand sagt, dass ich so, wie ich jetzt bin, nicht der Richtige bin und dass ich anders zu werden habe. Und das andere ist das Bedürfnis nach eigener Gestaltung, nach Autonomie, später nennen wir das Freiheit. Und das ist natürlich total verletzt, wenn mir einer sagt, was ich zu tun habe und ich nicht mehr das machen kann und mich nicht mehr für das interessieren kann, was mir sozusagen gerade im Augenblick besonders wichtig erscheint. Und das ist dann die schwerste Verletzung. Deshalb ist diese Inkohärenz so groß, aber wir erinnern uns meistens alle gar nicht mehr daran, weil wir ja diese Lösung gefunden haben. So, und mit der sind wir jetzt unterwegs und keinem ist das klar. Und deshalb ist es vielleicht auch so schwer zu erkennen. Aber das, was wir dann eben in diesen, nennen wir es mal Teamentwicklungsprozessen versuchen, ist, dass die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft doch nochmal die Gelegenheit bekommen, zu erleben und zu erfahren, wie das ist, wenn man aufhört, sich gegenseitig zum Objekt zu machen. Also wenn man plötzlich mit anderen zusammen ist, wo man merkt, die meinen es gut mit einem, die wollen einem helfen, dass man in seine eigene Kraft kommt. Und nur unter diesen Bedingungen ist es einem Menschen möglich, die in ihm angelegten Potenziale auch wirklich zu entfalten. Sonst ist er ständig in so einer Abwehrstrategie, wo er immer nur aufpasst, das ganze Leben lang aufpasst, dass ihm keiner was klaut und dass ihm keiner über den Mund fährt oder dass ihm nicht irgendjemand schon wieder erzählt, was er alles zu tun hat. Und viele Menschen bringen ihr Leben genau in diesem Modus dann auch zu Ende. Das ist natürlich hochbedauerlich. Und da habe ich gedacht, das könnte man ändern. Manchmal gibt es ja solche Gemeinschaften, aber wie Sie schon gesagt haben, auch aus der eigenen Erfahrung, extrem selten, eher zufällig. Und die Frage ist jetzt, kann man da behilflich sein, dass das vielleicht nicht so ein Zufall bleibt, sondern dass das dann eben auch in solchen Gemeinschaften besser als bisher gelingt. Und also meine Erfahrung, also ich kann da wirklich sehr gut Ihnen sehr gut folgen, weil ich mich ja auch seit über 30 Jahren mit Selbsterfahrung beschäftige und schon sehr viel Therapie gemacht habe und so. Und einfach festgestellt habe, dass ja viele, also durch diese Verletzungen entstehen ja bestimmte Programmierungen, ne, und Verknüpfungen im Gehirn. Und die sind uns ja in der Regel unbewusst. Das heißt, die Menschen, die jetzt zum Beispiel andere unterdrücken, die machen das ja in der Regel gar nicht aus böser Absicht, sondern das ist einfach ein automatisch ablaufendes Schutzprogramm, oder? Ja, das ist also das ist dann eben schön, wenn man das so hirntechnisch erklären kann, wie das geht. Also man erlebt, dass man von jemandem zum Objekt gemacht wird, als Dreijähriger, als in der Schule oder dann später im Beruf von seinem Chef. Und das führt dann dazu, dass im Hirn eine Inkohärenz entsteht, also dieses Durcheinander. Und dann muss man eine Lösung finden. Die findet man dann, indem man
auf irgendeine Art und Weise versucht, aus der Nummer rauszukommen. Und immer dann, wenn man eine Lösung findet, mit der man einen sehr kohärenten Zustand, den das Hirn nebenbei gesagt immer anstrebt, bei allem, was es tut, will es diese, will es, kann man gar nicht sagen, aber der sich selbst organisierende Prozess im Hirn ist gerichtet von dem, von der Notwendigkeit, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Das heißt, alles, was im Hirn passiert, ist sozusagen gelenkt von dem Grundsatz, dass die zur Aufrechterhaltung der eigenen Struktur und Funktion notwendige Energie so gering wie möglich gehalten werden muss. Das ist, ergibt sich aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, wenn man da noch ein bisschen länger rumsucht. Und gilt auch nicht nur fürs Hirn, das gilt für alle lebenden Systeme. Ja, und dann versucht man halt diesen inkohärent gewordenen Zustand, wo nichts mehr passt und wo so viel Energie verbraucht wird, in einen kohärenteren umzuwandeln. Das macht man eben, indem man da irgendeine Lösung findet. Die fällt dem Hirn sozusagen dann auch ein. Das ist genau, wie Sie sagen, das macht man nicht bewusst, sondern man merkt plötzlich, das ist erleichternd, wenn ich sage, mein Chef ist ein Idiot. So, und dann fühlt man sich wieder etwas besser. Und im Hirn wird immer dann, wenn es einem gelingt, einen inkohärenteren Zustand in einen kohärenteren zu verwandeln, man könnte sagen, da wird ja Energie frei, weil das eine hat viel Energie gebraucht, das andere braucht jetzt weniger. Und man könnte sich dann so vorstellen, dass dadurch im Mittelhirn bestimmte Bereiche aktiviert werden, also Nervenzellen aktiviert werden, die nennen die Hirnforscher Belohnungszentren, diese Bereiche. Und da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet. Die aktivieren nicht nur Netzwerke, die da so ein ziemlich gutes Gefühl machen, dass man sich dann auch ein bisschen freut über die tolle Leistung, die man da geschafft hat, sondern diese Botenstoffe setzen dann im Hirn so eine Kaskade von Signalstoffübertragung in Gang, bei der dann auch sogenannte Wachstumsfaktoren entstehen, also Nervenwachstumsfaktoren, also wieder Peptide, Eiweiße, die andere Nervenzellen dazu bringen, dass die plötzlich nochmal aus dem genetischen, also aus der DNA, also im Zellkern neue Eiweiße abschreiben, Eiweiße, die gebraucht werden für die Herausbildung neuer Membranen, neuer Fortsätze, neuer Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen, sodass das Ganze so ein bisschen wirkt wie Dünger. Und dass man sagen kann, wenn ich eine gute Lösung gefunden habe, dann wird im Hirn so eine Art Düngergießkanne in Gang gesetzt, die genau diese, den Ausbau und das Wachstum derjenigen Vernetzungen fördert, die ich benutzt habe, um diese Lösung zustande zu bringen. Und das ist der Grund, weshalb wir dann auch die Lösung so gut im Hirn behalten. Und je häufiger das funktioniert, desto fester wird die. Das nennen die Hirnforscher dann Bahnung. Das wird dann sozusagen, man kann sich das so vorstellen, aus einem dünnen Nervenweg wird dann eine Straße, am Ende ist es eine Autobahn. Und damit ist man unterwegs. Diese Autobahn, die heißt dann eben, es kommt darauf an, dass ich erfolgreich bin im Leben, egal wie. Und wie gehen Sie jetzt ganz praktisch vor? Also wenn Sie jetzt anfangen, mit so einer Gemeinschaft zu arbeiten, also sage ich mal, in einer normalen Gemeinschaft, diese ganzen Dinge eben, wo es diese ganzen Dinge gibt, wie, was weiß ich, Neid, Missgunst, dass andere sich durchsetzen wollen oder eben ne, der Gemeinschaft entgegenhandeln und so weiter, was wir alle kennen in dieser Gesellschaft. Wie gehen Sie denn da jetzt vor, um da, also oder wie haben Sie es geschafft, dieses Fahrradteam zu diesem Dreamteam zu machen, was es ja am Anfang vermute ich mal nicht war? Nee, aber ich habe das auch nicht gemacht. Das haben die dann selber gemacht. Das genau. Ist der Kern des Vorgehens, heißt, ich darf möglichst gar nichts machen, sondern ich muss Prozesse in Gang setzen, die es dann so machen, wie ich mir das vielleicht erhoffe. Mhm. Und am Anfang hatte ich die naive Vorstellung, man könne das erreichen, indem man die dazu überredet, mal eine Woche auszuprobieren, wie das ist, wenn keiner den anderen mehr zum Objekt macht. Mhm. Da haben sie gesagt, ja, tolle Idee. Einen halben Tag später war das alles wieder futsch. Dann haben sie sich darüber gestritten, ob das jetzt schon zum Objekt gemacht worden ist oder noch nicht. Und wer da wen. Und das wurde alles ganz furchtbar. So geht es nicht. Also es nützt auch nichts, wenn man da Trainings macht, damit das noch ein bisschen besser wird. Habe ich auch
gemerkt, dann solange man das Training macht, funktioniert es. Wenn es ernst wird, bricht alles wieder in sich zusammen. Also so ging es nicht. Und dann hatte ich so ein, dann habe ich auch wieder aus der Funktionsweise des Hirns ein Prinzip sozusagen erkannt, was dazu führt, dass es immer kohärent wird im Hirn. Also es muss ja irgendwas geben, was einem Menschen hilft, sozusagen durch die täglichen Schwierigkeiten, wo es immer inkohärent wird, durchzugehen und sich nicht darin zu verlieren. Und dieses Prinzip heißt, dass ich halte das dann gerne sogar aus, wenn ich ein höheres Ziel habe. Mhm. Also das nennt man dann einen Sinn. Mhm. Oder ich, damit es nicht so esoterisch klingt, nenne ich es ein Anliegen. Ja, ein Anliegen ist ja etwas, was mir selbst sehr am Herzen liegt. Und im Gegensatz zu einem Ziel, was ich erreichen kann, und dann ist meistens dann schlecht, wenn ich das Ziel erreicht habe, weil dann weiß ich schon wieder nicht mehr, wofür ich sozusagen da weitergehen soll. Im Gegensatz zu einem Ziel ist so ein Anliegen etwas, was man nicht erreicht. Also ein Anliegen könnte sein, ich möchte ein liebevoller Mensch werden. Mhm. Und auch täglich sein. Mhm. Oder noch schöner, aber eine andere Möglichkeit heißt, ich möchte aufpassen, dass ich in meinem Leben meine eigene Würde nicht verletze. Das sind Anliegen. Mhm. Da merken Sie, das zieht sich durch, da werden Sie ja nie fertig. Das ist etwas, was Sie trägt, das hilft Ihnen aber auch, diesen ganzen tagtäglichen Kleinkram etwas anders zu betrachten und immer aufzupassen, dass Sie Ihr Anliegen nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Und das geht auch für eine ganze Gemeinschaft. Auch die Mitglieder einer Gemeinschaft können plötzlich in die Situation kommen, wo sie beispielsweise ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das wollen Sie jetzt unbedingt erreichen. Zum Beispiel dieses Fahrradrennen da. Wollen Sie unbedingt machen. Und wenn es einem dann gelingt, das auch wirklich fest, und also das hinreichend klar zu machen, das Ziel, sodass das nicht nur so ein Gequake ist, was sie alles so wollen. Menschen erzählen den ganzen Tag, was sie alles wollen und machen es dann trotzdem nicht. Wenn es wirklich etwas ist, was jetzt unbedingt erreicht werden will, dann macht man das auch. Mhm. Und dann, das war eigentlich die ganze Intervention, darauf hinzuarbeiten und oder die in eine Situation zu bringen, wo die sich miteinander darüber aber wirklich auch hart und konsequent austauschen, was sie nun eigentlich alle gemeinsam wollen. Weil die hatten so eine Probefahrt gemacht an die Ostsee und wieder zurück von Thüringen aus, und kamen dann zurück und haben gesagt, das wird nie was, wir streiten uns ja ständig. Jeder weiß alles besser. Und da heißt die Intervention, okay Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder jeder macht das, was er für richtig hält, oder ihr fragt euch, was ihr wirklich wollt. Also entweder wollt ihr Recht haben oder ihr wollt das Race Across America machen. Beides geht nicht. Und dann haben die alle gesagt, Race Across America. Einer, jeder der Reihe nach. Und zwar fest. Und von dem Augenblick haben die sozusagen im Hirn den Hebel umgelegt und haben angefangen, sich zu unterstützen. Das ist deshalb interessant, weil das darauf hindeutet, dass das keine endlosen Prozesse sind, sondern dass man sich da einmal entscheiden kann. Genau, das heißt, aber man wird sich nur entscheiden, wenn es ernst genug ist. Das heißt also, die Gruppe hat dann plötzlich ein gemeinsames Ziel, wo wirklich auch jeder voll dahinter steht. Kann man das so sagen? Ja, also ich habe da so ein schönes Bild, kommt einem ja dann so, wie wir meist in unseren Gemeinschaften unterwegs sind. Das erinnert mich an eine Truppe von Bergsteigern, die jeder kann was anderes besonders gut, was am Berg gebraucht wird. Jeder hat besonderes Werkzeug dabei, diese Eispickel und die Spitzhacken und die Seile und die Hämmer. So, und dann sind die aber auf dem Flachland unterwegs. Also auf der Wiese. Mhm. Und da ist ganz gar nicht ausbleiben, dass sie sich ständig mit ihren Gerätschaften und mit ihren jeweils klugen Ratschlägen ins Gehege kommen. Und da ist einfach nur Inkohärenz, was da rauskommt. Und sobald es gelingt, die irgendwie dorthin zu bringen, wo der Berg, wo der Fels ist, wo die sehen, wo es lang geht, da sortiert sich der ganze Haufen von ganz allein. Brauchen sie überhaupt nichts zu machen. Da wollen sie alle hoch.
So, und dann findet sich derjenige, der am besten vorne wegklettert, dann finden sich Leute, die am besten sichern, dann findet es besser und dann geht die Kette ab und dann ist die Bergsteigertruppe unterwegs. Jeder unterstützt jeden, weil entweder kommen sie da gemeinsam oben an oder gar nicht. Und so ist es dann diesen Fahrradfahrern auch gegangen. Das ist dann auch in dem Buch hübsch rausgearbeitet. Das Dumme war eben, genau wie bei dieser Bergsteigertruppe, die haben das Ziel erreicht. Und dann ist das so wie bei jeder Bergsteigertruppe, wenn die oben auf dem Berg angekommen ist, dann wissen sie auf einmal nicht mehr, wofür sie unterwegs sind und behakeln sich wieder mit ihren ganzen Gerätschaften und ihren unterschiedlichen Ideen. Und deshalb ist das Ziel zwar vorübergehend ganz nett, aber keine richtige gute Lösung. Und deshalb die Vorstellung, es wäre besser, sie hätten ein gemeinsames Anliegen gehabt. Haben die dann auch definiert. Die haben dann gemerkt, als sie dann das Rennen gewonnen hatten, wussten sie wieder nicht mehr, was sie machen sollen. Dann ist fast so reflexartig, kommt dann der Vorschlag, dann lass uns doch das nächste große Rennen machen. Das ist aber ja immer nur noch mehr des Alten, das hilft auch nicht weiter. Und manche sind dann aber schon auf die Idee gekommen, dass es hätte ein schönes Anliegen sein können, vor allen Dingen jungen Menschen zu beweisen, wohin man es bringen kann, wenn man zusammenhält. Mhm. Und da, wenn sie das gewollt hätten, wenn das ihr Anliegen gewesen wäre, dann wären sie auch nach Erreichen dieses Ziels weiter zusammengegangen. Mhm. Ja, das ist der Ansatz mit diesem Anliegen, der ist ziemlich heiß. Man muss sich das so vorstellen, dass das Anliegen ein kohärenzstiftendes Prinzip ist, was eine Gemeinschaft zusammenhält. Mhm. Genauso wie diese Sinngebung des eigenen Lebens ein kohärenzstiftendes Prinzip ist, was die Arbeitsweise der unterschiedlichen Netzwerke in meinem Hirn sozusagen auf etwas Bestimmtes kohärent hin ausrichtet. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön beschrieben. Wenn wir uns jetzt mal gerade jetzt die Situation auf unserem Planeten anschauen, dann kann man ja einfach beobachten, dass einfach sehr, sehr viele Dinge getan werden, die also nicht sinnvoll sind und die auch eben wirklich extrem schädlich sind, ne? Also für Menschen, für die Umwelt, für die Natur, dass einfach diese, ich nenne das mal Machtmissbrauch, bewusst, unbewusst, dass es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dominant ist. Und haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, also ne, Sie haben ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie halt eben, wenn sie direkt mit Gemeinschaften arbeiten, dass da eben wirklich ein neuer Geist oder eine neue Harmonie einfach in der Gruppe entstehen kann, indem man die richtigen Impulse gibt. Und haben sie auch Ideen, wie man, weil unsere gesamte Gesellschaft braucht ja dieses Wissen, ich würde sagen, dringender denn je. Haben sie eine Idee, wie man da, also dieses Bewusstsein oder dieses Wissen, was Sie ja herausgefunden haben, wie man das auch mehr so in die breite Masse bringen kann? Ja, das ist im Grunde genommen ist das relativ einfach, denn wenn wir uns die Welt, wie sie im Augenblick ist, anschauen, gleicht die dieser Bergsteigertruppe auf der Wiese. Mhm. Die einzelnen Länder, die Regierungen, jede einzelne Institution. Alles, jeder kann irgendwas und jeder meint, er müsse das irgendwie allen anderen, alle müssten es so machen wie er. Und jeder denkt dann eigentlich nur an sich, was diesen ganzen Einrichtungen, also der EU oder unsere Regierung, den Parteien in unserem Land fehlt, ist ein Anliegen. Die haben kein gemeinsames Anliegen, muss man einfach so sagen. Und dann kann man höchstens nur sagen, wie kommt denn das und warum ist das passiert? Und die Antwort ist ein bisschen bitter, aber Menschen, die kein gemeinsames Anliegen haben, kann man sehr gut manipulieren. Mhm. Die wissen ja nicht, was sie wollen. Die laufen umher und jeder kommt dann und sagt, das könnte auch noch schön sein und das brauchst du auch noch und so könnte man es auch mal machen. Und dann kann man denen alles anbieten, was man da so selber im Kopf hat und wovon man selbst sich irgendwelche Vorteile verspricht. Und das ist sehr fatal. Man müsste das dann jetzt weiterspinnen, müsste sagen, was könnte denn ein gemeinsames Anliegen für Menschen in einem Land oder in Europa oder auf der Welt sein? Und da kommt man dann in Bereiche, wo es dann eigentlich wirklich anfängt, spannend zu werden, weil man dann nach der Frage die Frage beantworten muss, wozu wir überhaupt auf diesem Planeten hier rumtappen.
Also das Leben, die Evolution des Lebendigen hat ganz viele Formen hervorgebracht. Und die hat eine lange Zeit die Vielfalt dieser Formen dadurch gewährleistet, dass sie über Mutationen immer wieder neue genetische Anlagen produziert hat. Sozusagen der Spielball des Lebens war diese DNA-Struktur. Die war sehr fehlerfreundlich, die hat sich immer wieder ein bisschen verwandelt und da ist was Neues rausgekommen. Dann gab es noch Rekombination und alles so eine Austauschprozesse. Viren sind auch damals schon eingeflogen ins Erbgut und haben sich damit reingesetzt, haben auch noch dazu beigetragen, dass da immer mal was Neues entstand. Und auf diese Weise sind eben am Ende auch Lebewesen entstanden mit einem Hirn, weil das natürlich schon vorteilhafter ist. Man kann sich in der Welt ein bisschen orientieren. Am Anfang waren diese Hirne aber ja noch sehr fest genetisch verdrahtet. Das ist das, was Konrad Lorenz so schön untersucht hat. Die angeborenen Auslösemechanismen, die angeborenen Verhaltensweisen, Triebe, Instinkte. Also das führt ja dann auch dazu, dass Tiere eigentlich immer wissen, was sie zu tun haben. Da kann passieren, was will. Die haben ein angeborenes Programm und so marschieren die durch. Und meistens klappt es ja auch. So, und mit diesen angeborenen Programmen kommt man aber nur so lange in der Welt zurecht, wie sich diese Welt nicht so sehr ändert. Mhm. Also das ökologische System, in dem man das herausformen konnte, über ein paar Millionen Jahre, das muss dann auch für die nächsten paar Millionen Jahre so bleiben. Ein paar Tierarten auf der Erde haben das geschafft. Die Feilschwanzkrebse, Nautilus heißen die, die zum Beispiel sind urtümlich. Die haben sich seit ewigen Zeiten nicht mehr verändert, aber deshalb, weil sie irgendwo leben, wo auch nichts passiert. Immer dasselbe. Da kommt man mit so einem festen genetischen programmierten Gehirn gut zurecht und alle anderen sind sich dauernd gegenseitig ins Gehege gekommen. Und da haben dann diejenigen Vorteile gehabt, deren genetisches Programm so war, dass die ein plastisches und formbares, am Ende lernfähiges Gehirn bekommen haben. Mhm. Dem verdanken wir den Umstand, dass wir das sozusagen, bei uns ist das am weitesten gekommen. Andere können ein bisschen was lernen während der Kindheit. Wir können das ganze Leben lang immer wieder lernen und hinzulernen. Und dabei nur am Rande, das führt dann dazu, dass wir eigentlich die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten sind, die nicht wissen, wie das Leben geht. Wir müssen es erst unterwegs rausfinden. Deshalb sage ich immer so gern, wir sind alle Suchende. Keiner weiß, wie es geht. Wir müssen es probieren. Man kann sich als Einzelner dabei hoffnungslos verirren, wie wir wissen. Und man kann auch als ganze Gesellschaft in hoffnungslos blödsinnige Irrwege geraten. Was wäre, wenn wir jetzt mal uns einfach mal das Land vornehmen, wo wir jetzt gerade leben, also Deutschland. Was könnte denn aus Ihrer Sicht ein Anliegen sein, was dazu führen könnte, dass diese verschiedenen Organisationen in Deutschland und Gemeinschaften, dass die halt wirklich harmonisch zusammenarbeiten oder so zusammenarbeiten, dass es wirklich zum Wohle aller ist? Was könnte da aus Ihrer Sicht eine gemeinsame Vision oder ein gemeinsames Anliegen sein? Ja, das ist nicht so schwer, sowas zu finden. Man muss sich nur von Anfang an darüber im Klaren sein, dass wenn man eine Lösung für Deutschland findet, dass die Leute in Deutschland alle ganz zusammenarbeiten, die Regierung und alle Institutionen und alles richtig gut zusammenarbeiten, dann bedeutet das ja, dass man etwas machen muss, was sich nicht mehr mit den anderen verbindet. Also was machen dann die Franzosen? Also wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen und die nicht, dann sind die uns wirtschaftlich überlegen. Also das vieles geht ja gar nicht. Das meiste geht nicht. Eigentlich geht gar nichts. Und deshalb ist die Vorstellung, dass das in einem Land entstehen könnte, nebenbei gesagt, das war die Vorstellung der Nationalsozialisten, dass ein Land so eine Struktur aufbauen kann, die dann die ganze Welt sozusagen kohärent macht, nach ihren Vorstellungen. Mhm. Deshalb ist das wahrscheinlich gar keine gute Idee, darüber nachzudenken, was hier in Deutschland passiert. Und deshalb wird dieser Prozess eigentlich nur gelingen können, wenn das ein allmähliger Bewusstwerdungsprozess aller Menschen wird, überall auf der Welt. Weil sonst hauen die sich, diejenigen, die da nicht mitgehen, hauen den anderen wieder die Köpfe ein. Und es ist immer so, dass man kurzfristig mit Recht
banalen Mitteln sehr erfolgreich sein kann. Mhm. Also es ist kurzfristig immer besser, man bringt den anderen um, als dass man sich mit ihm einigt. Deshalb setzen sich dann, wenn die ersten anfangen, eine Art liebevolles Miteinander herauszuformen, was dann dazu führt, dass sich auch unter Umständen, wenn das alle täten, die Welt ein bisschen kohärenter gestalten würde, die werden sofort überrannt von irgendwelchen Barbaren oder Ungläubigen oder Besessenen oder was weiß ich was für welchen, die sich einbilden, sie wüssten, wie es geht und die dann ihre militärischen Mittel einsetzen und das Ganze platt machen. So, so geht es. Das haben wir ja auch unzählige Male in der Menschheitsgeschichte erlebt. Was geht, ist, man braucht etwas, was sozusagen so einen Bewusstseinswandel global auslöst. Also nicht diese Art von Globalisierung, die ja nur eine Wirtschaft miteinander verbindet, sondern etwas, was alle Menschen miteinander verbindet. Und so verrückt das auch klingt, das ist jetzt im Augenblick diese Pandemie. Mhm. Das erste Mal in der Weltgeschichte gibt es ein Problem, was keiner allein lösen kann. Und wo alle drin hängen. Mhm. So, und das könnte dazu führen, dass das erste Mal auch sozusagen ein Bewusstsein dieser Tatsache in das Hirn kommt, dass wir eigentlich ja alle miteinander verbunden sind. Dass das gar keinen Sinn macht, wenn wir uns hier gegenseitig dauernd zeigen wollen, wer der Bessere ist. Und das wiederum wäre die Voraussetzung dafür, dass wir in der Lage sind, sagen wir mal, das zu erkennen, was uns sozusagen als sinnstiftende Aufgabe zugewachsen ist durch diese Evolution des Lebendigen. Wir haben doch nicht ein plastisches und lernfähiges Gehirn gekriegt, damit wir alle anderen ausrotten und diese Erde ruinieren, sondern das ist der zwangsläufige Entwicklungsweg, der dazu führt, dass man sozusagen sich als Suchender in die Welt hinausbegeben kann, um rauszufinden, was man tun muss, damit man in der Gemeinschaft mit allen anderen auch gut leben kann. Mhm. Und nicht nur in der Gemeinschaft mit allen anderen, sondern auch in der Gemeinschaft mit allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten. Absolut. Und dieser Erkenntnisprozess, der kann nur dazu führen, dass einem irgendwie mal klar wird, dass unsere Aufgabe als Menschen darin besteht, uns um den Erhalt der Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten zu kümmern. Ja. Und zwar nicht unbewusst, sondern ganz bewusst. Ja. So. Ja. Und dann hätten wir ein Anliegen. Ob wir das dann realisieren können, ist egal, aber wir können jeden Tag uns fragen, ob wir heute schon wieder irgendeine Ameise gerettet haben. Genau, genau. Und da sind wir jetzt im Augenblick drin in diesem Prozess, glaube ich. Ja, ja. Also das sehe ich genauso. Also für mich ist so ein Schlüssel, dass eben die Menschen halt, also dass wir wieder verstehen dürfen, dass wir, dass ja wirklich alles, was lebt, miteinander verbunden ist. Ja, und dass wie jetzt, ne, wenn man jetzt mal sich unseren Körper anschaut, ne, wenn jetzt jede einzelne Zelle sagen würde, nee, ich mache mein eigenes Ding, ne, dann entsteht sowas wie Krebs. Ne, und der Körper funktioniert ja nur, wenn wirklich alle Zellen, alle Organe wirklich zusammenarbeiten. Wenn man das jetzt mal auf den Gesamtorganismus Erde übertragen würde, dann kann das auch nur funktionieren, wenn alle miteinander arbeiten statt gegeneinander. Und wenn man erkennt, dass eben, wenn ich jetzt anderen in irgendeiner Form Leid zufüge, dass ich mir das selber zufüge. Und dieses, also aus meiner Sicht ist es so, dass eben durch unsere Erziehung, ne, also diese, die ja sehr, sehr, also wo ja das Fühlen, das Seelische, das Spirituelle sehr vernachlässigt wurde und ein sehr großer Schwergewicht war auf dem rein Rationalen, dass dadurch und, ne, und auch Konkurrenzdenken und so weiter, dass also diese Tatsache, dass alles Leben miteinander verbunden ist, dass wir das einfach verlernt haben, dass wir verlernt haben, das zu fühlen vor allen Dingen. Weil wenn man das fühlt, dass man den anderen, dass man sich selber verletzt, wenn man den anderen verletzt, dann würde man es ja nicht tun. Aber wenn man das gar nicht mehr fühlen kann, weil man das verlernt hat, dann, also das ist aus meiner Sicht so ein Schlüssel. Ja, das ist auch naheliegend, das so zu betrachten und trotzdem bedenken, dass wenn man es nur fühlt, man noch nicht die Stufe erreicht hat, wo man das, was man fühlt, auch umsetzen und vor allen Dingen auch schützen kann. Mhm. Es muss über den Erkenntnisprozess, es muss hoch in die Birne. Ja.
weiß, sonst fühle ich zwar das Richtige, aber jeder Trottel, und wenn irgendwas passiert, weiß ich nicht, was ich tun soll, um das, was wir schützen wollen, auch wirklich beschützen zu können, müssen wir auch wissen, wie es geht. Und nicht nur fühlen, dass es notwendig ist, dass wir es endlich beschützen. Ja. Und das bringt mich dann dahin, dass man eine Erklärung dafür hat, weshalb wir in der Vergangenheit so bescheuert unterwegs waren. Das war zwar furchtbar und wir haben die halbe Erde ruiniert, aber wir haben unglaublich viel Wissen, viele Erkenntnisse und auch viele Technologien herausgeformt, die wir möglicherweise brauchen, wenn wir mal irgendwann zur Besinnung kommen und uns sozusagen unsere Verantwortung wahrnehmen für die Erhaltung der Vielfalt auf diesem Planeten. Das wird jetzt alles ja auch, dann ist das nicht mehr alles sinnlos gewesen. Und wenn man dann fragt, was war denn da eigentlich in der Vergangenheit los, dann ist das auch interessant. Eine Gesellschaft braucht ja auch so etwas wie ein kohärenzstiftendes Prinzip, sonst rennt ja alles durcheinander. Und in der Zeit, als Menschen noch nicht sesshaft gewesen sind, das sieht man heute noch bei Nomaden und bei den letzten verbliebenen Eingeborenen im Urwald, da ist es so, dass dort das Leben so viele unterschiedliche Herausforderungen bietet, dass für alles, was es da gibt, gibt es in der Gruppe einen Spezialisten. Der eine kann Spuren lesen, der andere mit Pfeilen schießen, der dritte kann die Sterne lesen. Keine Ahnung, für alles ist einer da. Und immer nimmt dann derjenige, der das gerade, was sie alle gemeinsam wollen, der übernimmt dann die Führung. Und die alle folgen dem, weil das ist der Experte dafür, der weiß Bescheid. Und da ist aber keine Führungsperson da, die den ganzen Laden sozusagen irgendwo hinführt. Die sind erst später entstanden, als Menschen sesshaft geworden sind, als es nicht mehr auf alles ankam, sondern nur noch auf Bestimmtes. Also wie baue ich Acker, wie baue ich Pflanzen an, wie züchte ich Tiere? Das war auf einmal viel bedeutsamer, als Spuren lesen zu können oder Heilkräuter zu sammeln. Und die haben dann zwangsläufig mehr Macht bekommen und mehr Einfluss in diesen Gesellschaften als die anderen. Und dadurch sind hierarchische Strukturen entstanden. Und dann steht einer vorne, der ist der Anführer und der sagt allen anderen, was sie zu tun haben. Und jetzt entsteht erst diese sonderbare Situation, wo Menschen zu Objekten gemacht werden. Aber das ist vor 10.000 Jahren passiert. Und das läuft nun schon seit 10.000 Jahren. Aber es ist extrem erfolgreich, weil ja jeder, der da so weiter unten ist, gerne hoch möchte. Auch mal was zu sagen haben. Und wie kommt man hoch? Indem man sich anstrengt. Was erfindet, was Neues in die Welt bringt, irgendwas macht, was die anderen gut gebrauchen können und dann steigt man auf. Und wenn das jetzt Menschen überall auf der Welt, und es ist ja ein Erfolgsmodell gewesen, überall auf der Welt immer wieder Menschen sich anstrengen und was Neues entdecken, was Neues erfinden, was Neues in die Welt bringen, dann wird die Welt immer vielfältiger und komplexer. Und da sind wir jetzt angekommen. Wir sind sozusagen in einer Welt angekommen, die ist jetzt globalisiert, digitalisiert und das, was jetzt in dieser Welt überhaupt nicht mehr funktioniert, ist die Hierarchie als Ordnungsprinzip. Und das merken jetzt die Menschen. Deshalb haben wir diese sonderbare Unordnung auf der Welt. Und das ist aber immer die Voraussetzung dafür, dass es sich neu ordnet. Also man muss immer eine gewisse Unordnung erstmal haben. Also wissenschaftlich heißt es, man muss als einen differenzierten Zustand in einen weniger differenzierten, damit man von dort aus etwas anderes aufbauen kann. Das ist ganz interessant, das anzuschauen, weil man dann begreift, in welch unglaublicher Transformationsphase der Menschheit wir sind. Das ist nicht hier irgendwie das, wie beim Buchdruck oder so, dass jetzt so irgendeine neue Technologie plötzlich alles verändert, sondern wir sind in einer Transformationsphase, die gleicht in einer gewissen Weise dem Übergang damals von den Einzellern, als es nur Einzeller auf der Welt gab, zu den Vielzellern. Das war auch ein schwieriger Schritt. Da mussten die Einzeller sich auch sozusagen irgendwie finden und zusammenfinden. Und was wir jetzt hier machen müssten, wäre eben etwas, was seit 10.000 Jahren sich bewährt hat, in Frage zu stellen. Also wir müssen es gar nicht in Frage stellen, es stellt sich sowieso in Frage, aber wie finden wir jetzt die neuen Lösungen? Was machen wir, wenn keiner mehr da ist, der uns sagt, wie es geht? Kann man ja jetzt im Augenblick relativ gut erkennen, wie sehr die Menschen danach lechzen, dass ihnen einer sagt, was sie gegen dieses Virus dann zu unternehmen haben, damit sie nicht alle sterben.
Genau. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, um nochmal ganz zurückzukommen zu dem Anfang unseres Gesprächs, also die Frage des Lernens. Wir stellen ja auch fest, also ich meine, ich habe das schon zu meiner Schulzeit sofort erkannt, also dass einfach diese Form des Lernens einfach, die ich da erlebt habe, weder Spaß macht, noch dass sie mich weiterbringt, und musste irgendwann realisieren, ich habe 13 Jahre meines Lebens fast verschwendet, weil ich so wenig von dem, was mir da vermittelt wurde, überhaupt behalten habe und so wenig von dem, was mir vermittelt wurde, später gebraucht habe. Und können Sie vielleicht nochmal so in wenigen Sätzen zusammenfassen, was so Ihre Erkenntnisse sind, also warum dieses alte Bildungssystem oder oder Frontalunterricht, wie auch immer man das nennen möchte, warum das eben nicht effektiv ist und warum eben wir ja neue Formen des Lernens brauchen, die einfach wesentlich besser funktionieren und die auch so funktionieren, dass die Menschen das Erlernte eben auch behalten und auch ja auch wirklich gut darin werden. Ja, Sie haben in mir natürlich einen schwierigen Partner, weil wenn das stimmt, was wir bisher gesagt haben, dann versucht ja jedes System, sich selber sozusagen zu erhalten. Und wir haben im Augenblick eine Gesellschaft, die kann sich nur erhalten, solange es Wachstum gibt. Wachstum kann es nur geben, wenn der Konsum hinreichend hochgehalten wird. Und wenn es genügend Menschen gibt, die sich dazu überreden lassen, alles Mögliche zu kaufen, was man normalerweise gar nicht braucht. Also brauchen Sie auch ein Bildungssystem und ein Erziehungssystem, was genügend bereitwillige Konsumenten hervorbringt. Wenn die Schule also in einem solchen System dazu führt, dass am Ende der Schule alle die Freude am eigenen Gestalten und am eigenen Denken und am eigenen Entdecken verloren haben und keiner mehr so richtig weiß, wozu er überhaupt da ist und was er auf dieser Erde soll, wird der sozusagen der beste Konsument für alle Werbestrategen sein, den man sich überhaupt vorstellen kann. Insofern leistet die Schule im Augenblick ja eine spitzenmäßige Arbeit. Genau. Ja. Ich finde das wichtig, dass man das so betrachtet, weil Absolut. man sonst ja gar nicht sich vorstellen kann, wie schwer das sein wird, jetzt die Schule zu verändern. Dann würde ich ja, wenn ich jetzt anfange, die Schule zu verändern, stelle ich ja das gesamte Konsumsystem und damit unser ganzes westliches System in Frage. Und das wollen die Leute ja auch nicht. Also wenn ich Ihnen das dann immer sage, denen, die da die freien Schulen gründen oder ihre Kinder auf die Waldorfschule schicken oder in die Montessori-Schulen, dann sagen die, nee, also das wollen wir natürlich nicht, dass jetzt hier die ganzen Besitzverhältnisse und unsere ganze Gesellschaft mit all diesen Strukturen, die wir da haben, auch mit den vielen Bequemlichkeiten, die es da gibt und dem Wohlstand, dass das alles im Bach runtergeht. Also sind selbst diejenigen, die man in diesem Bereich einordnen würde, sie versuchen das Beste für ihr Kind, bereit, ihr Kind trotzdem so groß zu ziehen, dass es dieses System am Ende irgendwie erhält. Das wird nicht offen ausgesprochen, aber das wird sozusagen unbewusst getan, indem ich mir wünsche, dass das Kind Arzt wird, damit es dann später viel Ansehen hat und genügend Geld verdient. Und wenn das Kind dann später Arzt ist und viel Ansehen hat und noch mehr Geld verdienen möchte, dann muss es Menschen geben, die bereit sind, sich von diesem Arzt behandeln zu lassen, weil er ihnen sagt, wie krank sie sind. Ja, und dann ist das einer, der davon lebt, dass es genügend Kranke gibt. Was ist denn das für ein verrücktes System? Ja, Der total. dient ja dann gar nicht, also der will zwar Menschen helfen, wieder gesund zu werden, das wollen wir ihm ja nicht unterstellen, aber um das Geld zu verdienen, was er für seinen Lebensunterhalt, der ja manchmal auch ein bisschen aufwendiger ist, braucht, da braucht er auch viele Kunden. Also braucht er viele Kranke. Also ist das ein Dilemma, in dem er da gefangen ist. Und Ja, manche vor lösen allem es, manche lösen es. auch Kranke, die halt auch nicht gesund werden. Das kommt ja auch noch Ja, dazu. dann kommt noch dazu, dass viele Menschen eigentlich gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben
wieder als Gestalter in den Griff bekommen, die so oft zum Objekt gemacht worden sind. Und wir hatten ja vorhin diese eine Variante, eine Lösung genannt: wenn ich zum Objekt gemacht werde von irgendjemand, dann kann ich einfach den anderen auch zum Objekt machen. Blöde Mutter, blöder Lehrer, doofer Chef. So, da geht das dann direkt. Und ich benutze die dann für meine Zwecke. Das ist eine Strategie. Da gibt es aber noch eine andere. Es gibt auch Menschen, die schon als Kinder das nicht so ohne weiteres fertig bringen. Und die machen sich zum Objekt. Die sagen dann, ich bin blöd. Ich kann kein Mathe. Ich bin zu schwach. Ich bin dafür ungeeignet. Und keine Ahnung. Und was dann passiert ist, die mögen sich selber nicht mehr. Und es kann auch sein, dass sie sagen, ich bin dafür zu schwach und zu krank. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, du hast auch hier so ein bisschen eine Arthrose, dann sagen die, ach ja, ich habe eine Arthrose, das muss jetzt operiert werden, ich bin auch so schwach und so krank, und schon haben sie wieder einen. Man könnte eben auch sagen, also das kann man solchen Menschen gar nicht sagen. Was man ja sagen müsste, ist, tu was. Aber das würde ja bedeuten, dass sie sich nicht mehr für unfähig erklären dürfen. Das würde ihre Lösung kaputt machen. Und die Lösung, die sie gefunden haben, nämlich ich kann es nicht, ich brauche den Arzt, ich kann es nicht alleine, die ist viel fester im Hirn verankert und hat alles überlagert, was da jemals an Bedürfnis da war, es selber zu machen. Und Verantwortung für sich selber zu übernehmen und Gestalter seines eigenen Lebens zu sein. Das ist ja, das mussten diese Personen ja in sich selbst sozusagen unterdrücken, damit sie das ausgehalten haben. Mhm. Die wachsen sozusagen mit einem Riesenpotenzial in die Gesellschaft rein. Die ersten paar Lebensjahre sind die Entdecker und Gestalter in einer Art und Weise, wie man es sich gar nicht schöner wünschen kann. Und dann spüren die, dass die in eine Gesellschaft reinwachsen, die schon eine bestimmte Struktur hat. Und um dort bestehen zu können, um dort nicht sozusagen in Gefahr zu geraten, dass sie ausgeschlossen werden, müssen sie, wie wir das so nennen, sich anpassen. Und dieser Anpassungsprozess bedeutet, dass sie zum Beispiel ihren Bewegungsdrang, den alle kleinen Kinder haben, spätestens dann selbst unterdrücken müssen, wenn die merken, in der Schulklasse geht das nicht. Da muss gar keiner kommen, der sie dazu zwingt. Das ist schon, machen die von alleine. Und dann wird sozusagen im Hirn eine hemmende Verschaltung über dieses Gebiet gebaut, wo dieser Bewegungsdrang entsteht, so lange, bis das weg ist, bis das richtig weggehemmt ist. So, und dann kann man den ganzen Tag sitzen bleiben, da rührt sich nichts mehr. Mhm. Und das machen andere wieder mit der Gestaltungsfreude, ne, weil sie also nichts gestalten können und ihnen immer gesagt wird, was sie machen sollen, wickeln die das ein, so lange, bis die Gestaltungsfreude weg ist und sie dann auch das tun können, was die anderen alle so sagen, mit der Entdeckerfreude, mit der Empathie, mit dem Bedürfnis, sich um irgendwas zu kümmern, kann man alles im Hirn sozusagen hinreichend gut unterdrücken, hemmende Netzwerke darüber legen, das ist dann eine Lösung, die wird im Hirn auch schön fest verankert als dicke Straße. Ja, und dann kann man sozusagen bisweilen sehr erfolgreich werden. Und dazu gehört eben auch, dass man mit dem Pflegen einer Erkrankung sehr erfolgreich werden kann. Ja, dann muss man sich nicht mehr den Dingen stellen. Aber das ist ja nicht deren Schuld, das ist ja deren Lösung. Schwierig. Ja, genau. Und vor allen Dingen, weil das ja eben alles unbewusst abläuft. Ja, wenn die Menschen das ja bewusst realisieren würden, wäre es vielleicht mal was anderes. Aber solange das eben ein automatisches Programm ist, ist es natürlich schwierig, da rauszukommen. Ne? Ja, es ist noch eine Dimension schlimmer. Es ist ja nicht, also unbewusst würde man ja, das ist ja so ein diffuser Begriff. Also was da wirklich dahinter steckt, ist, dass das Hirn sich von alleine so organisiert, dass immer irgendeine Lösung her muss, wenn es schon wieder durcheinander gekommen ist. Und da findet das Hirn Lösungen, von denen wir gar nichts merken. Also ich habe das kürzlich mal erklärt, das ist auch richtig toll. Zum Beispiel, also sämtliche automatisierten Handlungen, die man dann einfach so ausführt. Also ich nehme mal jetzt mal meine Tasse hier und trinke mal einen Schluck. Das ist jetzt eine völlig energiesparend durchzuführende Handlung. Aber ursprünglich war das ja mal hochkomplex.
Das sieht man ja noch, wenn Kinder das versuchen. Da müssen alle sämtliche Muskeln, also ganz viele Muskeln müssen da vom Hirn mit Millionen von Synapsen sozusagen so geschaltet werden, dass da hier nichts daneben geht und dass das klappt. Das ist in einem hohen Maße energieaufwendig, solange es noch nicht geht. Das Autofahren ist auch sowas. Solange Sie das noch nicht können, ist das anstrengend bis zum Umfallen. Da wird ein Haufen Energie im Hirn verbraucht, weil das alles sich noch nicht geordnet hat. Und dann bildet sich ein geordnetes Muster. Also ein inneres Bild davon, wie das ist, wenn ich eine Tasse zum Mund führe oder wenn ich mich ins Auto setze, was ich dann zu tun habe. Und dann brauche ich gar nicht mehr nachzudenken. Dann wird der Automatismus in Gang gesetzt, weil ich jetzt gerade trinken will. Automatismus, trinke ich was. Das ist energiesparend. Das hat das Hirn von alleine organisiert. Und das nennen wir dann unbewusst, und das finde ich nicht so ganz glücklich, diesen Begriff. Es wäre mir viel lieber, wenn uns klar wäre, dass alles, was wir tun und was im Hirn passiert, immer von diesem Prinzip geleitet wird, es möglichst passend zu machen, es möglichst kohärent zu machen, weil dann die wenigste Energie verbraucht wird. Mhm. Zum Beispiel, dass wir uns lieber aufs Sofa setzen und uns mit irgendwelchen blöden Sendungen im Fernsehen berieseln lassen, ist energiesparend. Sonst müssten wir uns ja mit den Problemen befassen, die wir eigentlich wirklich haben, mit den Kindern, mit der Frau, an der Arbeit. Nee, kann man sich da hinsetzen, Ding anschalten, puff, da ist Ruhe im Hirn. Man kann auch absaufen, das geht auch, ist auch Ruhe im Hirn. Und das wird alles gebannt als Lösung. Bei manchen dieses, bei manchen jenes. Manche müssen unbedingt Schuhe kaufen, wenn sie Probleme haben. Ist auch eine Energiesparlösung. Kostet dann aber wieder einen Haufen Geld. Deshalb müssen sie dann wieder arbeiten gehen. Ja, das stimmt. aber es ist ja schon schön, dass man anfängt, das alles überhaupt zu verstehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr spannend, was Sie uns jetzt alles so an verschiedensten Erkenntnissen vorgestellt haben. Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt es noch etwas, was Sie unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben möchten als Inspiration? Wir könnten das noch endlos fortführen, aber vielleicht etwas, worüber die uns hier zuschauen, auch selber noch mal ein bisschen nachdenken und mit anderen reden könnten. Man kann keinen anderen Menschen verändern. Mhm. Punkt. Das Einzige, was sie verändern können, ist sich selbst. Ja. Das wäre eine schöne Grundlage für das Handeln, dass man endlich aufhört, ständig anderen Leuten zu sagen, was sie da alles machen und tun sollen und wie die Welt gerettet werden kann. Ja. Also bei sich selbst, ja, ansonsten geht's nicht. Das wäre schon mal eine schöne Geschichte. Und wenn man dann schon bei sich selbst angekommen ist, könnte man ja versuchen, etwas zu finden, was einen so leitet in seinem Handeln, wohin man sich verändern will. Also man kann sich ja, wenn man sich schon selbst verändert und man auch einem auch klar ist, dass man sich selber, dass man der Einzige ist, der sich selber verändern kann, wäre es ja günstig, man würde sich so verändern, dass man nicht noch mehr Schwierigkeiten im Leben hat. Ja, und dass die Art und Weise, wie man das erreicht, ist, indem man sich selbst gegenüber liebevoller wird. Mhm. Das könnte es bringen. Ja. Also, wenn man einfach sich liebevoller selbst annimmt. Ja. Und wenn man dann wirklich anfängt, liebevoll mit sich umzugehen, dann passiert was ganz Eigenartiges, dann geht man auch automatisch liebevoll mit anderen um. Mhm. Und vielleicht ist das der Schlüssel. Das ist bestimmt ein Schlüssel, absolut. Der Schlüssel ist, wie sich die Welt dann auf einmal verändert, obwohl man doch gar nichts verändert hat, außer sich selbst. Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort. Spricht mir sehr aus dem Herzen. Vielen, vielen Dank, Herr Hüther. Sehr gerne. Für Ihre Zeit und das inspirierende Gespräch. Und ja, ich wünsche, dass Sie mit Ihrer Arbeit und Ihrem Wirken noch wirklich sehr viel positive Veränderungen in die Welt bringen und auch sehr viele Menschen bewegen und erreichen können. Und wir werden auch noch Ihre Bücher noch mit in unser Sortiment aufnehmen. Das habe ich schon lange vor, aber jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, dass das schon lange der Plan war, damit eben auch unsere Kunden einfach an diese wundervollen Informationen kommen. Ja, alles, alles Gute und noch einen ganz schönen Tag für Sie. Danke fürs Gespräch. Aber ich sage Ihnen noch, ich kann die Welt ja nicht verändern. Und das will ich auch gar nicht. Aber ich kann. Trotzdem verändern Sie die Welt. Und andere Menschen auf die Idee kommen, sich selber zu verändern. Das würde mir vorkommen. Genau.
Okay, alles Sehr gut. schön. Vielen, vielen Dank, ne? Macht's gut. Tschüss. Tschüss.